17th of January 1943, 8:30 in the morning. Das Afrika-Korps zieht sich nach Tripolis zurück, zur letzten größeren Versorgungsbasis. Das war's dann auch schon mit meinem Tagebucheintrag. 88er Cam in Libyen. Und herzlich willkommen, heute fahren wir wieder mit Panzer durch die Gegend. Ach, wie schön ist das denn? Das war in der letzten Episode schon so spaßig. Ich freue mich schon, jetzt auch wieder mit dem Panzer hier durch die Gegend zu düsen und die Deutschen einfach mal in die Luft jagen zu dürfen. In Libyen. Ist ein bisschen warm hier, vor allem im Panzer, mit dieser ganzen Militärausrüstung. Na gut, wir sind auch in der Wüste, was habe ich auch erwartet? Und Sonnenschirm habe ich nicht. Ich weiß, wir müssen vorstoßen bis auf einen halben Meter auf die Gegner zu und so. Und dann hoffen und beten, ne, dass wir überhaupt bis dahin überleben. Und dann können wir erst schießen. Scharfschützen sind diese Panzer hier leider nicht. Oh, das könnte ein bisschen steil hier werden. Ach, wie für gemacht ist dieser Panzer. Der hüpft da einfach mal eben kurz drüber über diese Sandberge oder Gesteinsberge. Ach nee. Ruhig, sagt er. Neben uns explodiert die Welt. Wir müssen weiter, wir müssen näher, wir müssen näher. Ja, ja. Yes! Was? Nicht getroffen? Panzer sind vorne gut gepanzert? Ja, im Moment, sollten Panzer nicht überall gut gepanzert sein? Sonst wären es keine Panzer. Ach so, das sind... Oh Gott, oh Gott, oh, wo bin ich denn? Sorry, hier bin ich ein bisschen falsch, glaube ich. Erschieß ihn! Ja, dann mache ich es halt. Wenn du es nicht kannst... Ich habe jemanden am Geschütz irgendwie stehen, der nicht so ganz kompetent ist mit dem Geschütz. Ich muss irgendwie alles machen, gefühlt. Das schafft ihr da, oder? Wie viele Panzer leben eigentlich überhaupt noch von uns? Da oben sind noch ein paar. Naja. Solange wir uns haben, ne? Es wird nicht langweilig. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wie viele sind denn da? Und wir müssen auf richtig Nahkampf gehen. So, Moment, der erste? Nein. Na, wie hat der das überlebt? Nächster. Ich stecke irgendwie fest. Wo? Ich bin orientierungslos gerade. Ich habe leider keinen Panzerführerschein. Nächster. Das ist... Oh Gott, oh Gott. Ich bin wie dafür gemacht. Panzerabwehrraketen? Ich dachte, wir zerstören hier nur Panzer. Da vorne ist auch noch einer. Ist nicht wendigt. Da, da ist er. Jetzt weiß ich auch, was er meint. Wir haben aber auch einen großen Wendekreis, muss ich an der Stelle gestehen. Oh Gott, ist das so schlau, hier runterzufahren? Wir fliegen! Moment! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was? Oh, jetzt ist er down. Da ist noch so ein Artillerie. Der ist natürlich jetzt auch weg. So, da fahren wir jetzt mal steil drauf, würde ich sagen. Oder anschnallen, Freunde. Das wird jetzt eine ganz wilde Fahrt. Kommen wir da überhaupt hoch? Ach, natürlich. Natürlich nicht. Sind wir eigentlich alleine? Nee, da vorne fährt... Der da hinten weiß aber, wo der Krieg ist, oder? Also, irgendwie fahren die... Wo fahrt ihr denn lang? Die denken sich so... Ach, ich lasse ihn die ganze Arbeit machen. Ich fahr mal zu euch runter. Ich fühle mich so alleine. Wie hauen die ab? Wir stecken so ein bisschen hier im Sand fest. Ich kann da nicht hin. Okay, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, aber da fahren halt auch welche von uns. Aber hier ist so eine Sackgasse. Das ist ja schlimm hier. Also das ist verwirrender als die Straßen Hamburgs. Hallo? Hallo? Irgendwo da ist auch noch einer, aber der interessiert mich relativ wenig. Ich glaube, mit seinen Schüssen kommt er nicht wirklich weit hier gegen unseren Panzer, würde ich jetzt mal schätzen. Gehen Sie in Position und greifen Sie unverzüglich an. Mach ich. Beckerwand, halten Sie die Position. Einer weniger. Bin ich überhaupt Zebra One? Wo kriege ich den? Ja, natürlich kriege ich den. Alle Einheiten sammeln. Alle Mann Ruhe bewahren. Okay, wir sind jetzt ruhig. Durchatmen. Wir. Wo ist denn das ruhig bleiben? Scheiße. Oh, sind da viele. Oh. Okay, Moment. Er sagte gerade durch den Flurfunk, ruhig bleiben. Da hinten.
Ja, hab ihn gesehen, auch angeschossen, aber der überlebt einen Schuss. Kriegen wir den von hier hinten? Tatsächlich, ich glaub's ja wohl nicht. Oh. Wenn das Geschütz hier sich nicht drum kümmern kann, dann machen wir es halt eben so. Wer? Wo? Oh, nee. Yes. Da sind sie alle kaputt. Jetzt fehlt nur noch der Panzer dort vorne. Der ist jetzt auch weg. Richtig, keine Ziele. Haben wir Gefangene? Ich meine natürlich, selbstverständlich haben wir Gefangene. Tapferkeit und Beharrlichkeit haben einen magischen Talisman. Vor dem Schwierigkeiten verschwinden und Hindernisse sich in Luft auflösen. Meine Damen und Herren, mit diesen Worten verlasse ich nun diese Episode. Das solltet ihr auch tun. Wenn euch die Episode gefallen hat, würde mich ein Daumen hoch freuen und supporten. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, tschüss, tschüss und macht es gut.